Servus Leute, also wir sitzen jetzt wieder mal im Auto, es ist gerade 9:30 oder so. Weil nämlich für dieses Verkehrsmittel muss man sich nicht schämen in Amerika. Autofahren ist hier erwünscht. Da kommt jedes Mal ein ziemlich politisches Statement. Naja, ist so. Ich meine, ja, passt wenn man vom 46 aufwacht. Aufwächst. Ja, wir fahren jetzt gerade zum Ganztor. Danke, Danny. Und ja, was machen wir dort? Bisschen amerikanisieren. Amerikanisieren, wir schauen, was dort so Neues am Markt gibt. Auf jeden Fall, ja, sehen wir uns später, würde ich sagen. Bis dann, see ya. Jo Leute, grüße euch. Hallo. Mittlerweile haben wir es geschafft und sind im Ganztor. Und wir haben da unseren VIP-Raum auch schon bezogen. Genau, und jetzt werden wir mit coolen Waffen schießen. Ihr werdet gleich sehen, welche uns wir ausgesucht haben. Auf jeden Fall sehr stylische. Kann auf jeden Fall wieder lustig werden. Vielleicht sehen wir den Michi versagen. America Style. Genau. Ja. Und ja, bleibt dran. Wir haben zum Glück hergefunden. War eine Farce. Okay, Danny. Also der Ganztor auf der Flamingo. Okay. Ja, ich glaube, der ist auf der Flamingo und er ist halt auf der Tropico. Habe ich mich halt wieder ausgezeichnet. Das war halt dieser Klassiker. Das ist der Blick, wenn er mich nicht leiden kann. Ja, ich versuche mich da anzuschauen und alles. Und ist, er hasst mich. Jetzt kriege ich eine geladene Waffe in die Hand. Hilfe. Spaß. So haben wir ein bisschen was von Vegas gesehen. Take a step in and when you're ready, go for it. Down the sights, you see him? Yeah. Wenn wir vergleicht haben wir den 50. Da haben wir. Ich meine, das Ding ist so groß wie meine Fresse. Ja. Circa die Hülse 45er. Ja. Hülse. Und also, 45 ist schon nicht schlecht. Das ist, da bleibt nichts mehr übrig. Also, ja, also, Indo wird das lustig. Ist ja super viel fahren, ihr habt eh schon gesehen. K8 und M4, P226, genau, 1911, die Beretta. Und jetzt kommen noch die richtig starken Women. Unser Instructor ist super cool, der Katsu. Wurde auch schon mal angeschossen. Ja, wenn ich sicher mal auch dort habe ich das richtig verstanden. Ja, ja. Und ja, gleich jetzt weiter. Okay, cool. You guys can handle it. One more burst. Halfway.
That's good. Awesome. It's pretty cool, huh? Yeah. Are you recording? Yeah. All right, go ahead. Solid burst. Ja, die haben uns da gerade was reingeführt, Leute. Ja. So we'll see where your first shot lands, okay? You see the red dot? Get your face up here though too. Okay. There you go, and hold under here. Watch the red dot, okay? When you're ready, go for it. Keep the muzzle burning. Oh, holy fuck! God. Yeah. Get it? Oh, he beat you! Really? I think he did. Is it on camera? Is it on camera? It's on. He barely beat you. Let me see yours. Yeah. Wait. I need this. I really do. We got a judge here. I think he might have got you just like that. Bet. Yes. Like a millimeter, man. A millimeter. Yeah. Can it? Yeah. Hallo! Hallo! Könnt ihr mich mal sehen? Ich hoffe, das Mikrofon geht noch von dem Ding, weil ganz tolles Vegas. Wenn ihr in Vegas seid, nach Dicktis und Nutten und Glücksspiel auch zum Ganztor gehen. Also super nice, super viel Spaß. Die sind immer super nett. Es ist die Waffen einfach, wer auf Waffen steht, ich weiß, Miracle und so. Ja, ich mag es halt. Ist genauso ein Hobby wie Briefmarken sammeln. Sehr coole Sache, können wir auf jeden Fall nur empfehlen. Und natürlich, der Schüler überholt den Meister. Michi hat mit der gut 50, zuhören, Leute. Mit der 50 Bullet, die ich ihm gespendet habe von meinen 3, wo wir eine gratis bekommen haben, habe ich ihn einmal schießen lassen. Und irgendwie hat das mit der Erdkrümmung gerade so passt, dass seine Kugeln irgendwie besser eingeschlagen sind als meine. Und ich meine, es wäre auf jeden Fall ein Critical Hit gewesen, wenn da ein Sandler gestanden wäre oder so bei beiden. Aber Michi hat mich einwandfrei, wenn wir beim Blatt Papier wettschießen sind, geschlagen. Sage ich jetzt hier hochoffiziell von Las Vegas aus. Er hat noch keinen Steifer und er wird wahrscheinlich gerade wachsen. Blatt Papier schießen, Erdkrümmung, Leute, gebt es euch, genießt es. So sieht man Danny selten. Aber ja, war Hammer. Also ich kann es auch nur jedem empfehlen, kommt daher, macht es. Man ist nur einmal hier once in a lifetime oder vielleicht halt so wie wir jedes Jahr. Aber das zahlt sich dann schon aus. Jedes Jahr halt once in a lifetime. Außerdem, man kann dann vielleicht das Geld ja eh wieder zurückgewinnen in Vegas, ist ja nicht so. Das ist dann eher dein Fall. Vegas hat noch niemanden bankrott gemacht. Nein. Und auf jeden Fall, ja, wir stehen hier gerade gemütlich im Schatten. America Style, wisst ihr, es rennt das Auto gerade und gerade den Innenraum. Und wir werden jetzt zurückfahren, mal ins Hotel. Und dann schauen wir, was wir dann noch machen. See ya. Ja, Leute, was geht? Wir sind direkt jetzt nach dem Ganztor noch zur Fremont Street gefahren. Weil hier gibt es den weltberühmten Heart Attack Burger. Das Heart Attack Restaurant. Heart Attack Grill. Wo man, wenn man über 350 Pfund wie gratis essen kann und den 20.000 Kilo, ja zahm vielleicht, ne? 20.000 Kilo Kalorien Burger hier essen. Und ja, die ganze Welt kennt es, jeder schwärmt davon. Und hier ist es. Und ja, schauen wir mal, was uns erwartet. Dann würde ich sagen, schaufeln wir uns einen Burger rein, ne? Let's go. Hi. For two? Yes. I'm not mad. All right, can I show you and you don't have to wear a patient gown? Is that okay? Our team, awesome shirt, down the hallway to the right. We're going to gown you up. Okay. Thank you. We're cash only. The Guinness Book of World Records. Right, over here. Der Michi hat schon seinen Patientenkittel an, ich auch. Und ja, schauen wir mal. Wenn man nicht auf ist, wird man geschlagen. Oh,
Halt's Maul, ey. Vicky wird so gespankt, Alter. Ich hoffe es. Ja. Aber er nimmt sich natürlich nur den Single-Bypass-Burger. Damit auch ja auf ist. aber ich trau mich mal. Ich nehm Double. Wie kriegen wir das hin, dass Michi nicht auf isst? Du musst mir ins Essen niesen. Was steht da eigentlich in der Stellenanzeige? Man muss Tabletts tragen können und Ärsche versohlen. Double Bypass Burger mit 5000 Kalorien. Michi seiner hat vermutlich ein bisschen weniger. Wie viel? 2500. Oh, nice von Danny. Gerade mal geschafft. ja, aber im Umhang. Welche Pommes schmecken scheiß geil. Also, ich bin gerade an der Hälfte. Danny hat ca. ein Drittel hinter sich. Burger sind gut, gibt gar nichts. Nur. Ich habe ihn eindeutig unterschätzt, weil ich hätte gedacht, ja, machen wir halt mal so ein Stückchen Fleisch, das passt, aber der legt sich ganz schön rein. Also falls er mal herkommt, übertreibt es nicht. Außer ihr steht drauf, dort gespankt zu werden. Verstehe ich auch, aber ja, für normalen Genuss reicht auf jeden Fall einer bis zwei, oder Danny? Super köstlich, ich bin gerade circa bei der Hälfte. Das haut schon ziemlich rein, aber die Genugtuung will ich euch nicht geben, dass ich hier versohlt werde. Also ich kämpfe noch. Aber ich bin schon ziemlich im Endspurt, aber es wird wirklich schwierig. Oder wie schaut es bei mir hier aus? Ja. Ich bin, also es schaut aus, als hätte ich nur noch wenig, aber ich habe das schon ziemlich lange. Also schon ganz kalt. Ich muss auch fairerweise sagen, ich bin ja selber schuld, weil ich habe die halbe Schachtel von den Onion Rings dabei aufgefuttert. Taktisch ungut. Der Danny hat gerade mal einen halben Onion Ring gefuttert. Es geht einfach nicht mehr. Also ich bin heilfroh, dass ich nur den einen genommen habe. Und sogar mit dem kämpfe ich gerade. Also ja. Aber wir schaffen es. Das ist übrigens gerade unsere Kellnerin. Du musst die Kamera. Warum? Ja, man hat sie bei dir eh gesehen. Achso. Aber wie gesagt, das war unsere Kellnerin. Und ja. Ich würde dich noch schlagen. Wir kämpfen weiter. Hab's geschafft. Der Michi auch. Irgendwo in mir sind jetzt 5000 Kalorien. Ich weiß, was ihr sehen wollt. Nämlich, dass jemand gespankt wird. Und deswegen lasse ich mich zumindest einmal spanken, wenn ich schon hier bin. Aber wer weiß, wann ich wieder da bin. Was für euch, für die Klicks. Sitzen also. Oh shit, die war nicht einschalten. Hier, stimmt, jetzt geht der Timer los. Nein, warte. Ich trau mich jetzt nicht mehr auf den Knopf drücken, um es auf. Er sagt mir gerade, er hat nicht recorded, damit mein Arsch Spur weht. Also. Ich trau mich nicht mal nach. Er hat die Kamera in dem Urlaub schon, ich weiß nicht, wie oft bedienen, und jetzt kommt er mit der Art, dass ich recorde.
Ich hoffe, vor euch. Nein, das kann nicht sein. Ich trau mich, sonst würde ich ja nachschauen. In den, so, den, ja. Ich würde den blauen Job, aber ich trau mich nicht. Wäre nicht ich, wenn das nicht bekommen ist. Das ist eh normal. Warte, ich schau mal nach. Jo Leute, das war Hard Attack. Ja. Ich habe aufgegessen und mich spanken lassen. Ich hoffe, ja, das wird appreciated. Und ich hoffe, ich bin jetzt wie gesehen. Dein Respekt. Du bist auf einer Leiter des Respekts, also meine Sprosse höher gestiegen. Du stehst jetzt auf Stufe 1 und... Nein, war nur ein Spaß natürlich. Ich bin jetzt aus dem Keller raus. Ja, du bist jetzt aus dem Keller. Du siehst das deutlich. Und nein, es war Hammer. Die Burger waren sehr lecker. Komplett anders geschmeckt. Diesen Geschmack hat man sonst noch nie irgendwo gehabt. Aber auf jeden Fall voll lecker. Kann ich nur weiterempfehlen. Hard Attack Grill, wenn ihr in Vegas seid, unbedingt machen. Wir machen jetzt noch ein kleines Verdauungsspaziergang in der Fremont Street hier. Muss man auch mal gesehen haben. Und sollte man bei Nacht sehen wahrscheinlich, weil diese Bildschirme da oben recht cool sind. Aber wie gesagt, wir brauchen unseren Verdauungsspaziergang. Es geht. Und ja, wir melden uns wieder, wenn irgendwas Interessantes passiert. Ja, also ihr werdet nichts mehr von uns hören. Späßchen. Vegas, Baby.